yeah, Elektroschrott. Das Zauberpony hat mir ein Notebook geschickt. Das Zauberpony hasst dieses Notebook, weil es damit die Service-Katastrophe schlechthin hatte. Naja, immerhin hat es dazu geführt, dass Sony einen Customer verloren hat und Lenovo hat einen bekommen. Wie dem auch sei. Das Notebook wird gleich tot sein. Und ich werde ein paar coole Einzelteile haben. Und ihr werdet ein Video zum Gucken haben und gut, ne? Wird ein bisschen länger. Viele Teile in so einem Notebook, viele Stauben, aber keine Angst, ich kürze es ein bisschen zusammen, damit ihr nicht alles sehen müsst. Teardowns machen besonders viel Spaß, wenn man große, teure Geräte downtieren darf. Und genau das habe ich heute vor. Fällig ist der Kandidat Nummer A. Ein Notebook, das Zauberpony in seinem letzten großen Grafikpaket mitgeschickt hat. Falls irgendjemand von euch noch Windows XP benutzen will, ist jetzt der Zeitpunkt für ein Standbild. Wer zuerst registriert hat, gewonnen. Und das erste, was wir hier machen werden, ist einfach mal die Sachen ausbauen, die man direkt so ausbauen kann. So Akku, Laufwerk und lauter so eine Scheiße. Bevor es dann an die Innereien geht. Die Aktion wird eine riesige Freude für meine Schraubenschublade. Da kommen nämlich wieder einige zusammen, vermute ich mal so. Hier unten drin sehen wir auch gleich unsere erste richtige Baudingsbums, nämlich ich vermute mal, dass das die WLAN-Karte sein wird. Die wird natürlich gleich erstmal reloziert. Bitteschön, erstes Bauteil ausgebaut. Keine Ahnung, ob man sowas jemals brauchen kann. Connexant Systems. Connexant klingt immer sehr nach Modems. Nicht viel drauf zu entnehmen, aber hier ist ein Anschluss. Ha, ja doch, hinten ist nämlich genau an der Stelle die Beschriftung auf dem Ding und der Umstand, dass nur zwei von den Pins, wie man innen drin sieht, tatsächlich beschaltet sind, deutet dann doch sehr stark auf Telefon hin. Genau, und der Umstand, dass hier Netzwerk ist. Das heißt, das hier war tatsächlich das Modem, war hier mit so einem kleinen Verbindungskabelchen tatsächlich direkt an die Modembuchse und hier mit dem kleinen Stecker da dran. Ja, Elektrostart. Das Verbindungskabel kann man natürlich nochmal gebrauchen. Ich vermute, dass ich aus diesem Notebook hier allein an Stauben und Distanzbolzen und so einem Scheiß mindestens 10 Euro rausholen kann. So, wir haben hier noch weitere Klappen. Ah, hier war mal die Festplatte, denn die Festplatte wollten wir das Zauberpony also nicht geben, dafür gibt es Speicherriegel. Was haben wir denn hier? Die guten Infineon-Speicherriegel. 32 Mac mal 64 SD-RAM, PC 2100, ne? 256 MB mal 2, immerhin 512 MB, Wahnsinn. Sowas hat damals ein Notebook gepowert, heutzutage, ja, kriegt man ja nicht mal mehr ein Handy mit so wenig Speicher. Was war hier drunter? Keine Ahnung. Es war irgendwas drunter, aber wir wissen nicht was. Das nächste wäre jetzt hier, der Akku. Der muss doch auch irgendwie rauszukriegen sein. Schauen wir mal wie. Das Teil geht einfach raus. Ein Bügel für irgendwas. Dann haben wir hier den Akku-Pack. Sony Akku-Pack. Ich schätze mal, mit dem werde ich nicht mehr viel anfangen können. Ist vor allem auch so alt, der ist wahrscheinlich schon längst im Arsch. Wird umweltfreundlich beim Wertstoffhof entsorgt, selbstverständlich. Dann schauen wir mal DVD-ROM. Sogar ein DVD-ROM mit CD-RW-Laufwerk. Muss damals was ganz Tolles gewesen sein. Hier hat jemand eine ganze Menge Schrauben drin versenkt. Das dürften die Festplattenschrauben sein. Die können wir immer gut gebrauchen. Oh Gott, die Windows-Lizenz hat es hinter sich. Hilfe! Oh, schade, ich wollte so dringend noch Windows XP benutzen. Also, naja. Schauen wir mal, bei den meisten Notebooks, die ich kenne, ist es relativ wichtig, ziemlich früh beim Auseinanderbauen die Tastatur abzuheben. Und bei den Vios, die ich bisher hatte, war es immer irgendwie, dass man das Display ziemlich frühzeitig rausklicken musste. Ich habe für dieses Notebook hier keine Anleitung, wie man es auseinander nimmt, deswegen muss ich da ein bisschen raten. Ja, bei meinem eigenen Vario, das ich mal hatte, waren hier so kleine Klipse dann. Mein Gott, ist diese Tastatur eingesaut. Ey,
einen Zauberpony hast du auf dem Ding gerast? Aha. Ich habe mehrere Dinge herausgefunden. Dieses Teil geht relativ einfach ab. Flatflex-Kabel dran, kann man ausbauen. Sind zwei Lautsprecher drin, das sind auf jeden Fall Teile, die ich auch noch gebrauchen kann, die puppel ich mir nachher noch raus. Was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe hier die Gummikappen abgepuppelt, die da drin waren, da sind jetzt Schrauben. Und die können wir jetzt auch rausnehmen, dann müssten wir eigentlich hinterher das Display demontieren können. Das hier ist der LVDS-Stecker für das Display, würde ich mal so sagen. Zap. Damit ist jetzt die Verbindung zum Display gekappt. Sobald ich rauskriege, wie man das Display aus den Scharnieren hebt, können wir das dann nämlich auch abnehmen. Da war noch eine drin. Und hier oben ist auch noch eine drunter. Das war der Rahmen vom Display. Das wäre das gesamte Display. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals vernünftig angesteuert bekomme, aber ich werde es auf jeden Fall mal behalten. Für die Interessierten, das hier unten müsste, wenn mich nicht alles täuscht, der Inverter sein für die Hintergrundbeleuchtung. Das Ding hat ja so kleine Kathodenröhren drin und die brauchen Hochspannung, die kommt hier raus. Das, was hier ist, ist das ganz normale LVDS-Kabel. Und hier unten, ja, das ist dann wohl Sony proprietär, LVDS und Strom zusammen. Ich muss mal gucken, ob ich dafür vielleicht irgendwie bei eBay oder so einen Treiberchip bekommen kann. Den Rahmen könnte ich jetzt auch noch abbauen, aber den lasse ich tatsächlich dran, weil es dann einfacher wird, das Teil tatsächlich mal irgendwo zu verbauen, falls ich da dazu komme. Ja, das lässt uns jetzt notebooktechnisch. Abschirmfolie. Die werde ich mir mal aufheben. Vielleicht baue ich mal irgendwas, wo ich ein bisschen Abschirmung brauche im Gehäuse und dann kann ich dann die Folie hier reinkleben. Sorry, Deckel. Nö. Die ist geklebt. So, geklebte Tastatur ist geklebt. Das ist hier mit so einem Flatflex-Ding fest. Falls jemand diese unfassbar vergrindete Original-Zauberpony-Dung-Ablade-Tastatur für ein Sony Vaio braucht, möge er sich bei mir melden, ich schicke sie ihm gerne zu. Allerdings, sie landet jetzt sofort in meiner Wertstoffhofkiste, also besser schnell melden. Coole Schraube, endlos lange M2, kann man immer mal gebrauchen. Und wie gesagt, ich habe für das Gehäuse von meinem Radiowecker neulich beim Birklin im Großeinkauf an so Schrauben und Distanzbolzen gemacht. Und dieses Zeug ist widerlich teuer. Ich meine, okay, wenn man es sich bei irgendeinem Chinesen kauft, geht es billiger. Aber wenn man es schnell haben will und in Deutschland beschafft, dann kostet einem das einen Arm und ein Bein. Ich glaube, ich habe insgesamt für 50 Euro Schrauben und Bolzen gekauft. Irgendwie hat mich da schon so ein bisschen geärgert. Und schließlich ist es genau das Zeug, das ich im Laufe meines Computerlebens kiloweise weggeschmissen habe. Tja. Man braucht alles irgendwann mal wieder. Ich mache mich übrigens ansonsten immer ganz gerne mal drüber lustig, dass mein Vater nie was wegschmeißt. Jetzt fand ich es geil, weil ich nämlich von meinem Dad diese wunderbaren Netzwerkkabel hier bekommen habe. Alte CNM mit Netzwerkkabel, perfekte Messleitungen mit Koax. Super geil. Okay, aber zurück zum Thema. Dieses Notebook enthält ein Gerät, das ich in der Form auch schon länger nicht mehr hatte. Da werde ich euch jetzt aber noch ein bisschen auf die Folter spannen, bis ich in der Ausbausituation bei diesem Gerät angekommen bin. Da können wir zusammen drüber lachen. Ah, Abschirmblech. Aha. Abschirmblech. Ja, ich weiß, ich könnte es auch einfach abreißen, aber irgendwie habe ich heute mal Lust, das Ding so auseinanderzunehmen, wie sich's gehört. Mehr oder weniger. Ah, voilà! Innenteil weg.
Ja, hier unten sehen wir jetzt das, die Tachkart-Assembly. Noch viel mehr Abschirmbleche. Ein bisschen Graffel. Das heißt, als nächstes nehmen wir jetzt hier noch das Abschirmblech raus. Die Flatflex-Chassis hier zupfe ich einfach raus, die braucht kein Mensch. Aber hier so ein paar Schrauben. Schrauben sind gut. Süß. Das ist eine kleine Platine mit den beiden Touchpad-Buttons, würde ich mal so sagen. Weil es sind auf jeden Fall Buttons. Ja, genau, die sind hier mit den Buttons verkoppelt. 5 Dioden sind drauf und na, ist von der Firma Handstar. Sind das nicht dieselben wie Handspring? Ja, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, so sieht so ein Platinchen mit den Buttons von so einem Touchpad aus. Noch ein Abschirmblech. Das eigentliche Touchpad ist hier drunter und wie man sieht, das ist geklipst. Das werde ich jetzt hier mal rausklipsen. Ich wollte nämlich mal schon mal genau sehen, wie sowas eigentlich aussieht. Ich gebe ganz ehrlich zu, mit meinen Notebooks habe ich bisher noch nie getrieben, sie so weit auseinander zu bauen, weil ich die eigentlich immer wieder zusammenkriegen wollte. Und da wäre ich mir an dem Punkt schon nicht mehr so hundertprozentig sicher. Hm. Faszinierend. Ein Touchpad, unheimlich flaches Ding. Ich hätte gedacht, die wären ein bisschen dicker, aber es ist wirklich mega flach. Mehr wie eine Folie oder wie ein Aufkleber. Ist von Alps. Auf der Rückseite haben wir einen Chip 1CA017A. Ja, ich nehme mal an, das wird ein Touchpad-Controller sein. Ansonsten ein ganz hübsches Platinchen. Sieht irgendwie süß aus. Ich frage mich, ob ich es aus dekorativen Gründen aufheben sollte. Und ich glaube, ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber es sieht irgendwie hübsch aus. Ansonsten, das hier ist nur noch ein bisschen Mechanik. Ihr habt ja gar keine Ahnung, wie mich der Typ am Wertstoffhof immer anschaut, wenn ich mit diesen auseinandergebauten Sachen bei ihm einwaschle. Findet er immer etwas befremdlich. Unser Notebook. Und das hier ist das, worüber ich mich gerade amüsiert habe. Ja, Kinders, wenn ihr, die ihr hier gerade bei YouTube zuguckt, ich sag mal jünger als, keine Ahnung, 20 oder so seid, dann habt ihr sowas wahrscheinlich noch nie gesehen. Heißer Tipp, das Safe-Icon in eurem Programm hat was mit Laufwerken zu tun, die so einen Schlitz vorne dran hatten. Das hier ist ein sogenanntes Floppy-Laufwerk, 3,5 Zoll Laufwerk von Mitsumi, Modell D6319, nein Quatsch, Modell D353F3, putzig. Da sind hübsche Motoren drin, sowas kann man auch gut auseinandernehmen. Ich habe noch einen ganzen Kellerkarton voll mit diesen Floppies und so einem Kram. Falls ihr mal ein Tierdown-Video von sowas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich auch mal eine Floppy auseinandernehmen. Ziemlich verwinkelte Konstruktion des Vario. Aber das kenne ich schon. Ich hatte selber mal ein Vario und Z600RE. Das ist so ein putziges kleines Sub-Notebook gewesen, so ungefähr Anno 2000. Wurde damals ausgeliefert mit Windows 98, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war damals auch schon für damalige Verhältnisse ein extrem verfrickelt aufgebautes Teil, sehr, sehr schwierig auseinanderzubauen. Hier habe ich gerade so ein kleines Platinchen rausgestaubt. Schauen wir mal, was das ist. Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, es ist eigentlich nicht mehr als irgendwie so ein Adapter, so ein Interface-Board. Mal kurz gucken, was haben wir hier für Bausteine. Ich hole mal die in die Gruppe dann. Ja, alte Leute wie ich, ne? die sehen nicht mehr so gut, die brauchen dann mal so ein bisschen Hilfe hier. Es handelt sich um ein P31AP von Fairchild Semiconductors. Leider kein Datecode drauf zu sehen, das wäre interessant gewesen. Und dann haben wir hier noch ein MAX1873. Das hier unten sieht aus wie so ein Elko. Bei meinem Glück ist das Ding, was ich da gerade gesehen habe, kein Echo, sondern eine Spule. Ich sag die ganze Zeit irgendwas von Spulen und jetzt sage ich mal Echo, wahrscheinlich ist es eine Spule. Ein PCMCIA-Slot, würde ich mal so sagen, wurde hier mit der Platine, steckt das in so einem Stecker direkt auf dem Board. Hier vorne sind die Klappen, wo man die Platten, wo man die Karten reinschieben kann, sogar noch für diese doppelt hohen Karten. Ich weiß nicht, ob viele Leute, die das hier sehen, diese hohen Karten schon mal gesehen haben. Ich habe aber tatsächlich Netzwerkkarten mit sowas schon in den Fingern gehabt, in der guten alten Zeit. Ha, das CD-ROM ist raus, wie schön.
DVD-ROM. Von Quanta Storage. Das ist eine Firma, die mir jetzt nicht bekannt ist. Vielleicht heißen die mittlerweile anders oder sind OEMs für irgendwelchen Kram. Manufactured Date 2003, 27. Juni. Damit haben wir unseren ersten Hinweis darauf, wie alt das Notebook ist. 2003, nicht schlecht, über 10 Jahre. Das ist schon ein ganz schön altes Ding. CD-ROMs und DVD-ROMs, auch Slimline, habe ich auch noch einen ganzen Karton voll, weil ich mal ein Rechenzentrum ausschlachten durfte. Auch hier gilt, wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Ding von innen aussieht, in die Kommentare. Die Heatsink Assembly. Lüfter, Heatpipes, Kühlkörper an der Stelle hier. Wirklich eigentlich ein ganz hübsches Teil, gerade auch mit dem kleinen Radiallüfter. Also, ja. Dann haben wir hier den Prozessor. Mensch, ich hätte doch tatsächlich gewettet, ja, dass in diesem Notebook eine Intel-CPU drin sein würde. Das ist aber nicht der Fall. Es handelt sich um einen AMD Athlon. Und zwar ein Copyright 1999. Falls irgendjemand was mit den Codes anfangen kann. Es ist ein AQYHA0350TPMW. AXMD2400F und so weiter. Ich würde mal vermuten, 2,4 GHz AMD Athlon. Ich schwör's, ich habe noch nie so einen Sockel gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den herausbekommen soll. Versuche ich, wenn ich das Mainboard raus habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber dieses Notebook enthält sogar tote Tiere. Voilà. Also hier im eigentlichen Korpus befindet sich nichts mehr, das ist nur noch Plastikmüll. Das ist das Mainboard. Jetzt schauen wir nochmal, ob da noch irgendwas rauszuzuckeln geht. Diesen Baustein ziehe ich mir. Keine Ahnung, ob ich mit dem irgendwas anfangen kann. Aber ich wollte immer schon mal das Werkzeug benutzen. Ein MPF 39SF040-704CNH. An der Prozessorhaltung sind Markierungen. Ich glaube, die würden normalerweise dem Experten, dem Eingeweihten sagen, wie man den Chip rauskriegt. Ich bin leider nicht eingeweiht. Prokle deswegen ein bisschen hilflos rum hier. Das ist er, der Chip. Vorder- und Rückseite. Ja, ansonsten ist hier nicht sehr viel drauf, was interessant ist. Ich meine, es ist halt ein Mainboard, ja. Modell MBX80. Da ist ein Chip von Ricoh drauf. Und ein Realtek RTL8100BL. Ich tippe auf Netzwerkchip bei Realtek. VR-Chipsatz. Irgendwas Großes von National. Dem Datecode nach 1996. Ja, wir haben ja natürlich noch, jetzt hätte ich fast vergessen, die Lautsprecher. Natürlich, die Lautsprecher müssen natürlich noch raus. Ich bin mir gerade nicht völlig sicher, ob die Lautsprecher hier eventuell reingeklebt sind. Ja, sind sie. Muss man also vorsichtig mal einen Schraubenzieher rausnehmen. Vergrindet. Ebenfalls vergrindet. Kleines Platinchen, der Taster in der Mitte war für den An-Aus-Schalter für das Notebook zuständig. Ansonsten haben die Lautsprecher dran gehangen. Ja. Ich würde mal vermuten, kleiner Audioverstärker wahrscheinlich und ansonsten vor allem Interface-Board. Nichts, was ich unbedingt aufheben muss. Genauso wenig wie hier. Damit, meine lieben Freunde, wären wir am Ende des heutigen Terraon-Videos. Wie gesagt, das hier wird nochmal von mir ausgeschlachtet. Ansonsten, die Ausbeute für den Wertstoffhof, die freuen sich immer drüber, wenn sie was von mir bekommen. Und ich freue mich immer, wenn ich was von euch bekomme. Ja? Also schickt mir ruhig weiter Pakete mit Geraffel, dass ich hier auseinanderflexen soll. Falls sich irgendjemand gewundert haben sollte, dass vorher noch ein paar wichtige Chips gefällt haben,
Da war noch was auf der Rückseite und metallenen Heatspreadern. Und zwar ein VIA KT266A und ein NVIDIA GeForce Mobile 420. Oh, ganz altes Zeug. Wollte ich euch nochmal zeigen, also nicht, dass es heißt, ich unterschlage hier wichtige Chips beim Teardown, ja? Würde ich nie machen. Einen habe ich noch, und zwar wegen des Displays hier. Ich habe bei eBay so einen Chinesen gefunden, der für 31 Euro so ein Adapterboard inklusive Stromversorgung und allem drum und dran vertickt, womit man da einen VGA-Anschluss dran kriegt. Saugeil! Ich denke, wenn das geliefert wurde, werdet ihr ein Projekt zu sehen bekommen, wo dieses Display hier in einer Seite meines Serverschranks eingebaut wird, weil das wäre eigentlich das optimale Monitorboard, wo ich dann so Temperaturen und so einen Kack drauf anzeigen könnte. Ja, richtig geil.